Am 21. Juni wurden im Weiher-Rathaus die Weiherin des Jahres und eine Weiher-Institution 2009 gekürt. Wer die Preisträger sind, ist im Vorfeld ein streng gehütetes Geheimnis, sagte mir Frank Seidel, der Initiator des Preises. Ja, das ist ein Preis für Engagement, über durchschnittliches Engagement in der Gemeinde Weihe. Das ist der Preis Weiher oder Weiherin des Jahres. Markus Grosser war der erste Weiher des Jahres. Ich hatte eine Idee dazu, dass man sowas machen könnte. Und das war, kann ich mich noch relativ gut erinnern, Anfang meiner ersten Ratstätigkeit, in der ersten Wahlperiode. Das müsste ich nochmal schauen, aber 2002 irgendwo gewesen sein. Habe das meiner Fraktion vorgestellt und ja, die war auch begeistert dafür. Wir haben das im Rat eingebracht, wurde das nachher einstimmig beschlossen und der Weiher des Jahres oder Weiherin des Jahres war geboren. Es ist immer mächtig spannend zu sehen, wer so vorgeschlagen wird, warum jemand vorgeschlagen wird und wie vielfältig eigentlich das ja, die Arbeit ist in der Gemeinde Weihe mit Engagement, was dann ehrenamtlich ausgeführt wird. Und da gibt es eine Auswahljury und diese Auswahljury beschäftigt sich dann mit der Auswahl des Weihers des Jahres und die tagt dann immer vorher, ein paar Wochen vorher, ganz streng geheim. Das erste, was passiert ist, dass alle Jurymitglieder zur Verschwiegenheit verdonnert werden. Und das ist auch gut, weil das wirklich ein sehr gütiges Geheimnis ist. Die Jury weiß das, der Bürgermeister weiß das, der ist dabei. Dann werden alle vorgeschlagen, aber auch eingeladen für die Feier, für die Ehrung. Ich freue mich, Sie hier heute im Rathaus begrüßen zu können. Der Anlass ist Ihnen bekannt. Wir wollen die Weiherin oder den Weiher des Jahres ehren und wir wollen eine Organisation aus unserer Gemeinde ehren. Und deshalb ist der Ratssaal ein wenig umgeräumt worden. Wir haben daneben auch die Sportlerehrung, wo wir jetzt ganz speziell das abstellen auf Sportlerinnen und Sportler. Und wir haben den Weiher Umweltpreis zu vergeben. Das heißt also, wir decken eigentlich alle Themen ab, in denen ehrenamtliches Engagement hier in der Gemeinde Weihe zu verzeichnen ist. Vorschläge können von allen Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Vereinen eingereicht werden. Ja, und damit es einigermaßen gerecht zugeht und nicht gesagt wird, die zu ehrende Person oder die zu ehrende Organisation hat besonders gute Beziehungen zum Bürgermeister, haben wir auch eine Auswahljury installiert. Mitglieder dieser Jury sind Elke Behrens, Hannelore Reuth-Schröder, Gisela Schulte, Manfred Böcker, Dr. Marco Gente, Wilfried Helms, Pastor Horst Krüger und Frank Seidel. In diesem Jahr gab es 10 Kandidaten für den Weiher oder die Weiherin des Jahres und 4 Vorschläge für die Organisation des Jahres. Ich möchte jetzt die Namen der vorgeschlagenen Personen und Organisationen nennen. Bürgermeister Limmermann nannte dann die 10 Kandidaten und würdigte deren Engagement in der Gemeinde. Die Kandidaten waren Hans-Hermann Bogener, Horst Butt, Gerd Göde, Dr. Dietrich Heumann, Christa Kopf, Katrin Kurz, Johann Meinke, Gisela Schulte, Karl-Heinz Stickern und Rita Weck. Und jetzt komme ich zum nächsten Vorschlag. Rita Weck setzt sich seit 2007 in der Gemeinde Weihe über das normale Maß hinaus ehrenamtlich und uneigennützig ein als Vorsitzende des SOVD, Sozialverbandes Deutschland. Als besondere Highlights sind mir in Erinnerung dieses Shantycore-Festival und das Open-Air-Konzert der Oper Nabucco. Es war eine ganz tolle Veranstaltung. Und sie hat durch ihre herzige und unkomplizierte Art viele Weiher zum Mitmachen gewinnen können. Eine weitere wichtige Sache, die wir hier auch im Rathaus sehr ernst nehmen: Sie hat eine Planungsgruppe gegründet mit dem Titel Generationsübergreifendes Wohnen in Weihe. Das war im Jahre 2009. Darüber hinaus ist eine Initiative hier in Weihe gestartet worden. Guttun macht Schule, Senioren helfen Schülern, Schüler helfen Senioren. Und wir hatten vorgestern gerade die zweite Weiher Sozial- und Gesundheitsmesse nach 2008, jetzt 2010, deutlich vergrößert mit mehr Ausstellerinnen und Ausstellern. Ich war einer der Schirmherren, ich konnte den nur so ein bisschen hochhalten. Der andere war schon mindestens einen Kopf größer. Henning Schärf war auch da und hat die Schirmherrschaft auch mit übernommen.
Es war schwierig, ihn auf die Bühne zu bekommen, weil er erstmal alle per Handschlag begrüßt hat. Und Sie können sich wohl ausrechnen, dass das ein wenig länger dauert. Aber immerhin hat er nicht jeden in den Arm genommen, das ist doch auch schon was. Ja, ein weiteres Projekt des Sozialverbandes Deutschland sind die Haushaltshilfen hier in Weil. Das Programm läuft gut an. Man kann sagen, es ist eigentlich unglaublich, was in dieser kurzen Zeit, in dieser relativ kurzen Zeit von 2007 hier auf die Beine gestellt wurde. Und sie schafft es bei ihren Projekten und Initiativen, dass die jüngere und die ältere Generation das zusammen machen. Es wird ihr nachgesagt und ich glaube das gern. Sie hat immer ein offenes Ohr. Eine tolle Sache war jetzt der Aufruf zur Knochenmarkstypisierung. Und ich möchte nochmal dazu aufrufen, ich bin leider zu alt, man kann nur bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres sich typisieren lassen. Aber wer dann eben zu alt ist, der hat ja vielleicht irgendwo noch einen 50er und kann das spenden. Ja, bei so vielen Aktivitäten bleibt es natürlich nicht aus, dass die Mitgliederzahlen im Verein sich erheblich nach oben verändert hat. Das wird auf Kreisebene wahrscheinlich auch wahrgenommen, Herr Hartwig. Was mir auch besonders gut gefallen hat, es ist auch gesagt worden, dass nur durch Ihre Initiative eine große Anzahl von Lesehelferinnen zur Förderung von Schülern an der KGS in Leeste sich eingefunden haben. Dann stellte Frank Lemmermann die vier nominierten Organisationen vor. Erstens die Gästeführerin Weihe, zweitens der Gemeinde Kulturring, drittens Sprachlos e.V. Weihe und viertens die Sieker Tafel, Ausgabestelle Weihe. Wer wie ich oft mit Menschen spricht, die sich ehrenamtlich engagieren oder Freiwilligenarbeit leisten, der kann immer wieder hören, ich mache doch gar nichts Besonderes oder ich tue doch nichts Großartiges oder das ist doch selbstverständlich. Und er wird merken, dass die ehrenamtlich Tätigen es nicht für so wichtig halten, über ihr Tun zu reden. Sie handeln lieber. Und für dieses Handeln möchten wir hier und heute Danke sagen. Wir reden darüber. Wir rücken Sie, liebe Ehrenamtler, wir rücken bürgerschaftliches Engagement heute in den Mittelpunkt. Wir wissen, wie ungemütlich unsere Gesellschaft ohne das Ehrenamt aussähe. Und dann wurde das Geheimnis gelüftet und die Weiherin des Jahres und die Organisation des Jahres ernannt. Ich möchte Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Der Weiher des Jahres ist eine Frau. Ich habe sie als einen Menschen kennen und schätzen gelernt, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Allerdings ist die Zusammenarbeit durchaus auch fordernder Art. Ich hätte jetzt auch sagen können, sie geht durchaus resolut mit einem um. Es ist Rita Weck. Rita Weck hat unsere Gemeinde verändert, zum Guten natürlich. Rita Weck hat durch ihr Vorbild viele Menschen ermutigt, sich ehrenamtlich zu engagieren. Sie hat ihnen die Möglichkeit gegeben, für unsere Gesellschaft wichtig zu sein, wie es ihnen zukommt. Rita Weck ist Beleg dafür, dass sich auch und vor allem lebensältere Menschen engagieren in einem Bereich, der gerade in der jetzigen Zeit Ehrenamtler nötig hat. Wir leben in einer zunehmend kalten Welt. Gerade jetzt zur Diskussion stehende Sparpakete belegen das sehr eindringlich. Liebe Rita, es freut mich sehr, dass ich dir zur Weiherin des Jahres gratulieren darf. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir diesen Titel und diese Auszeichnung redlich verdient. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu der ausgewählten Organisation. Es wird eine Organisation geehrt, die nicht so im Rampenlicht steht wie etwa Rita Weck. Es ist eine Organisation, die im Stillen, aber nachhaltig wirkt. Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, Ihnen mitteilen zu können,
dass die Weiherorganisation des Jahres 2009 Sprachlos e.V. ist. Das Sprachlos-Team besteht aus Ingelore Groß, Rosemarie Uhl und Brunhild Onnen-Wilke, alle anwesend. Herzlich willkommen. Vergessen darf ich dabei nicht, dass das Team eine vierbeinige Unterstützung hat. Aber er ist, glaube ich, nicht dabei, oder? Es ist Pekka, ein Australian Shepherd, der bei kniffligen Gesprächen hilft, die Atmosphäre ein wenig zu lockern. Als Sie Ihr Jubiläum gefeiert haben, haben Sie eindrucksvoll darüber berichtet. Ich habe mir das dann auch ja gemerkt. Sprachlos wendet sich an Opfer sexualisierter Gewalt. Die in einem solchen Umfeld gerissenen Wunden sind nicht zu sehen. Sie existieren aber, sie verändern Menschen. Manche Menschen werden auf diese Art und Weise vernichtet. Es ist unglaublich, was Menschen anderen Menschen antun können. Menschen aus der näheren Umgebung, aus der Nachbarschaft. Für die Opfer ist es im Regelfall eine fast unüberwindliche Hürde, sich zu offenbaren, mit anderen Menschen über ihre Not zu reden. Ich selber habe Menschen kennengelernt, die erst nach dem Tod des Peinigers aufgehört haben, in ihrer Hülle zu leben und dann auch teilweise entsprechend kollabiert sind. Daraus kann man erkennen, was mit Menschen so angerichtet wird. Sexualisierte Gewalt gibt es überall, nicht nur in allen Kommunen, sondern auch in allen gesellschaftlichen Schichten. Es ist gut, dass es Vereine wie Sprachlos gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die im Stillen geleistete Arbeit. Als Vertreterin von Sprachlos begrüße ich die Vorsitzende, Frau Ingelore Groß. Ich möchte mich nicht nur bei den Geehrten für die geleistete Arbeit bedanken, sondern in diesem Zusammenhang möchte ich mich stellvertretend auch für andere bei Sabine Strack bedanken, die diese Veranstaltung erst möglich gemacht hat. Zum Abschluss hielt Rita Weck noch eine recht persönliche Rede.